Hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Fiesta Online. Guten Tag. Mit dem Dü und dem Julian. Ja, der Julian ist mit dabei. So, ist der Port jetzt mittlerweile angekommen? Ja, der Port ist mittlerweile angekommen, das ist schön. So, ich hätte jetzt hier noch, weiß ich nicht, was ich jetzt hier noch zu tun habe. In Urugada war nämlich auch noch was. Lagerverwalter Franz muss ich auf jeden Fall nochmal. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich einfach ins Drachengrab reinkomme. Mann, siehst du schick aus. Ja, ich hab mich hier ein bisschen ausgestattet, ne? So ein bisschen so für die, ich bin schon mal in Ostereierstimmung. In Osterstimmung. Von letztem Jahr. Ja. Ist doch gut, oder? Ich habe mir das gut aufgehoben. Ja, aber sind wir mal ehrlich, ne? Wozu brauchen wir denn das da sonst? Ja. Noch dazu halt, ne? Also wir fangen erstmal mit dem Verlies ganz klassisch an, denke ich, ne? Das heißt, ich hau mir hier auf mal so eine Boosterkarte. Da ist er drin, der Booster, ne? Ich mach keine rein. Ja, du brauchst sie auch nicht unbedingt. Ich bin bei sowieso 70%. Ja, ich bin bei 41%, von dem her ist das alles gut. Aber wenn wir da sowieso ein bisschen grinden, so nenne ich das jetzt einfach mal, oder zumindest ein paar Monster killen dort drin, ne? Dann macht sich der Booster halt auf jeden Fall nicht unbedingt schlecht. Wir können theoretisch auch noch so eine Jägerlizenz schmeißen, weiß ich nicht. Wo kriegt man die immer her? Wo kriegt man die immer so per Level ab, ne? Aber gut, später gibt's die gar nicht mehr. Meisterbelohnungen bis Level 60. Ja, okay. Also als Lehrling kriegst du dann halt irgendwo, dann halt natürlich weg halt. Ne, ich habe auf jeden Fall, habe ich gesehen, das ist halt auf jeden Fall schon mal eine Ankündigung halt so gesehen für euch. Ich habe gesehen, ich habe enorm viele Fino-Chaos-Kisten halt noch, ne? Das sind irgendwie 10 Stück. Hier sind das auch nochmal irgendwie viele. Ja, gut, geht halt, ne? Ja, ich finde das schon ein bisschen mehr sogar. Also so um die 10 Fino-Kisten. 10 und circa 15 Stück von Gordon halt. Ne? Die meisten Gordon-Kisten sind sowieso leer. Echt? Komplett leer? Nö, ja, komplett leer. Die sind doch zur Hälfte eigentlich meistens immer. Also früher war das zumindest so. Weiß ich nicht mehr. Circa die Hälfte der Fino-Kisten ist leer. Fino auch? Fino nicht. Aber du solltest, bevor du hier wild reinrennst, dir mal eine Vita schmeißen und den Buff rausmachen. Ja, warte. Bin ready. Da bin ich ready. So, jetzt hast du mehr HP. Das reicht erstmal. Soll ich nochmal ein bisschen Def reinhauen? Ja, komm, ich mach hier nochmal ein bisschen Def, ne? Ein bisschen ausweichen. So. Ich hab mir nämlich überlegt, ich hab mir halt auf jeden Fall, ja, ausweichen kann ich machen. Ich kann auch nochmal den Buff reinmachen, ne? Sind wir auf jeden Fall wunderbar jetzt ausgestattet für dieses Farmen hier. Also besser geht das halt nicht. Naja, was ich mir halt auf jeden Fall überlegt habe, ist nämlich die Tatsache, wer da Bock hat auf diese Fino-Kisten, und mir die gerne für einen kleinen Preis abkaufen möchte, wie gesagt, Server Eisel, können wir da gerne halt auf jeden Fall was machen. Weiß nicht, was die Mats wert sind. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Ne? Wirklich, nicht wirklich was, ne? Die sind halt auch wirklich, wirklich nicht viel wert, ne? Außer jetzt vielleicht, weiß ich nicht, so die Trankmaterialien halt, ne? Also daran habe ich jetzt halt in erster Linie gedacht. Und vielleicht halt auch die Materialien für die Rollen halt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das halt zumindest halt noch irgendwie was wert ist oder ob es dann später, wie die Droprate von dem T5-Zeugs ist, ob es sich abzuwerten lohnt und so weiter und so fort. Das weiß ich jetzt alles nicht mehr. Dafür bin ich halt zu lange schon raus aus dem Spiel halt. Ansonsten, wie gesagt, halt ist es halt nur ein Angebot. Ist halt einfach so. Die andere Geschichte ist, ich möchte nochmal ein bisschen Eigenwerbung halt gleich mal hier vorweg machen. Nämlich, wie gesagt, Discord ist auf jeden Fall eingerichtet, ist jetzt nur in ein paar Videobeschreibungen halt auf jeden Fall drin. Wollen wir die Bosse schon mitmachen oder was? Ja, oder? Wir brauchen 4 Bosse. Ja, gut, okay. Gut. Auf jeden Fall, dann hauen wir hier mal die Jägerlizenz, dann haben wir zumindest hier auch nochmal ein bisschen was mehr davon. Wo zum Teufel ist der Boss? Weiß ich nicht. Ich sehe ihn nicht. Ja, vielleicht farmt halt doch jemand anderes noch hier mit. Keine Ahnung. Vielleicht gehört doch dieser eine Mob da zum Boss und den hat niemand gekillt. Ich habe keine Ahnung. Das kann natürlich sein, ja. Ich habe bis jetzt niemanden gesehen. Ja gut, so lange sind wir auch noch nicht hier drin, ne? Ja, wie gesagt, ansonsten halt auf jeden Fall ein bisschen Eigenwerbung. Discord ist am Start, also wie gesagt, würde mich da halt auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Server ein bisschen beleben würdet. Und ansonsten Twitter habe ich auf jeden Fall auch noch. Könnt ihr auch ganz gerne mal vorbeischauen. Da habe ich in letzter Zeit, muss ich gestehen, wenig gemacht und sind auch relativ wenig jetzt so von den Stammzuschauern irgendwie mir auf Twitter gefolgt. Und deswegen wollte ich das halt einfach nur nochmal mit erwähnen, dass das halt auch da ist und so weiter und so fort. Ja, meistens also hat man dann halt irgendwie auf Twitter,
Auf Twitter hat man dann halt, ah, hier sind wir, ja. Auf Twitter hat man dann irgendwie meistens immer nur irgendwelche Leute, die dann halt irgendwie so Sub for Sub mäßig halt irgendwie. Ne, so nach die, so in die Richtung halt, ja. Und ja gut, es gibt natürlich auch ein paar, die irgendwie so draufgestoßen sind irgendwie, aber ja, der Großteil halt eher, ja, so Sub for Sub mäßig halt, ne. Oder die dann halt hoffen, weil wenn sie halt irgendwie ein Follow abgeben, damit man das, dass man sie halt gegenfollowt oder so in die Richtung halt, ne. Das ist halt meistens auch so gang und gäbe halt auf Twitter. Ich hab kein Twitter. Dann wird's Zeit, nicht, dass du dir das mal zulegst, ne? Nö, was soll ich da? Ich muss sagen, also ich hab's ja vorwiegend halt für das Let's Play und hab dann natürlich jetzt auch, also ich hab ja nur den, ich hab ja wirklich nur den reinen Let's Player-Kanal oder beziehungsweise Account halt dort bei Twitter. Und der Boss ist auch nicht da. Ja, dann formen die den halt scheinbar. Ich hab schon zwei Leute hier rum. Huch, du bist grün. Ach, du rennst wieder zurück. Ich renn wieder zurück, aber wir brauchen ja primär die Bienchen halt erstmal, glaube ich, ne? Ja, ich geh. Wenn du irgendwo Bienchen hast, sag mal Bescheid, ich geh kurz beim Mann. Ich guck kurz schauen, ob da ja, irgendwo halt was ist. Ja, schau mal durch, ne? Wie das halt so aussieht hier in dem. Ja, das ist auch in Ordnung. Hab ich mehr. Gibt's mehr EP für mich. Das ist auch. Das ist halt wirklich gut. Hier sind zwei Bienchen. Hier vielleicht den Boss, das wäre der vorletzte Boss. Der ist auch tot. Wow. Oh, aber wahrscheinlich eine schlechte Zeit erwischt, ne? Kann ich noch oben rechts gucken, ob da vielleicht was ist, aber hier aber ist gerade. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Ich habe eh noch keine Jägerlizenz gebrochen oder sonst irgendwas. Also hier läuft gerade irgendwo jemand durch. Und ich habe dich gerade in der Nähe, lol. Du stirbst. Ich sterbe, ja, ich weiß schon. Nicht sterben. Ja, ich hab gerade ein bisschen viel, ja, ich nehme gerade auch schon Potz. Also auch wirklich ist, ein bisschen, ja. Ist der Boss auch schon tot? Es steht kein einziger Boss. Sind aber auch relativ viele, ich bin jetzt auch gerade wieder jemand entgegengekommen, wenn du das nicht warst. Weiß ich nicht. Nee, ich war das nicht. Dann gucke ich nochmal da. Das kann doch nicht sein. Muss doch ein Boss mindestens mal stehen. Der ist schon. Der war eben tot, wo du jetzt bist. Vielleicht steht er ja jetzt. Oha, stehen bleiben ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Ja, du solltest dich heilen. Ja, es ist auf jeden Fall es ist schwierig, also ich muss hier schon echt wirklich gut spielen, oder? Aber ich hab's drauf, ne? Ich kann noch ohne dich spielen. Ja? Naja. Das funktioniert noch. Also ist schon. Da kommen die Dinger machen einfach halt schon Schaden, ne? Und ich mache halt auch nicht so krass viel Schaden halt bei den Dingern, ne? Das muss man auch so sagen. Ja und? Kann ja nicht sein, dass jetzt nirgendwo ein Boss ist. Hallo? Nochmal hier gucken und dann habe ich alle. Scheinbar so sein. Ne? Ah, hier ist einer. Oh, der wird gerade gehauen, lol. Das heißt, der unten rechts, wo du bist, respawnt gleich, wenn die das im Uhrzeigersinn, wenn die es ja, gegen den Uhrzeigersinn gemacht ja, haben. Ja, dann ist halt scheißegal halt, ne. Ich will die Bienchen halt eigentlich. Ich will eigentlich erstmal primär die Quest halt, die eine Quest jetzt. Auf dem fertig machen. Die Bosse sind, jetzt kann man jetzt sowieso wenig machen halt bei den Bossen. Das ist ja wirklich so. Warum denn? Einer müsste jetzt stehen, nur du bist gerade weggelaufen von dem Boss, der jetzt stehen müsste. Ich laufe nochmal hin, aber der sollte eigentlich. Es könnte auch sein, dass die schneller als 10 Minuten sind, ne? Gibt ja hier nur 4 Bosse, ne? Es gibt, glaube ich, nirgends mehr als 4 Bosse, obwohl doch 60er, glaube ich. Land der Herausforderung, klar. Stimmt, das hatte ich auch geschafft, ne? Ich hatte sogar geschafft, alle Bosse, ich glaube, das waren 6 Stück, innerhalb von diesen 10 Minuten halt zu killen, ne? Das fand ich auf jeden Fall auch witzig. Das habe ich früher damals mit meinem Krieger auch nicht geschafft. Hm. Und das auf Ammo. Da habe ich noch Ammo da gebrochen. Steht der Boss. Ja, dann ist ja gut. Kann man den mit außerhalb des Raumes nehmen oder lohnt sich das eher nicht? Du kannst ihn unendlich weit ziehen, solange du ihm Schaden machst. Okay. Und dann ja, ziehe ich den einfach mal hier durch die Gegend. Der hat dich gemisst. Der macht sowieso so gut wie gar keinen Schaden. Das ist der lächerlichste Boss von allen. Ja, der ist nicht wirklich gut. Wobei, ich habe da mal ein Video gehabt sogar, glaube ich. Also, wie ich den Boss hier kille. Hä? Ja. Da
mein erster YouTube-Kanal hatte ein Video, wie ich den Boss hier kille. Okay. Ist nicht mehr, habe ich dann nicht mehr hochgeladen. Alles klar. Ja, das war halt so scheiße halt, ne? Das war halt irgendwie, weiß ich nicht, 2008, 2009, also 8 Jahre her. Und keine Ahnung, da habe ich hier noch irgendwie so Kid Cutie, kennst du bestimmt hier, Day and Night oder sowas in die Richtung, habe ich drunter gehauen als Musik. Dann hat das irgendwie sogar noch Lizenz, beziehungsweise Lizenzansprüche bekommen und so weiter, bla bla, weil ich das halt so hochgeladen habe. Wie du einfach und, durch das ganze Verlies setzt. Hä, warum, was denn? Das sieht so dämlich aus. Hä, bitte? Das sieht so dämlich aus, hier rennt einfach den Boss durch. Hä, hey, warum das? Hey, was hast du denn für Probleme, Mann? Das ist ganz normal, Alter. Das sieht richtig komisch aus. Eigentlich zieht ja keiner den Boss aus den Räumen raus. Ja, aber hä, ich hab dich doch extra vorher noch gefragt, ne? Und jetzt ja. Machst du es lächerlich. Alter, willst du mich verarschen? Ja, ich find's ja lustig, deswegen. Ich hab dich halt. Da ist der Typ, der eben den anderen Boss gekillt hat. Ach, der warum da, rennst du? Wo rennst du eigentlich die ganze Zeit hin? Ja, ich renn hier in die Nebenräume, Mann. Ich mach das schon mit Absicht, Junge. Oh Mann, ey. Du rennst irgendwo hin. Boss tot. Boss tot, Alan. Nix gedroppt. Wenn, dann hast du es eh schon wieder in deinem Inventar. Nee. Naja. Nichts gedroppt. Ach, das ja, du musst ja hier in diese Räume reinrennen, Alan. Damit du hier die Bienchen bekommst. Ja, die armen Bienchen. Lass doch die Bienchen leben. Nee, wir brauchen die ja. Leider. Ja, so ist das nämlich. Welchen Boss haben wir gerade gekillt? Unten rechts, glaube ich. Ja, da müsste der oben rechts jetzt steht. Da müsste jetzt der hier oben rechts stehen. Ja, besser ist das, ne? Mal gucken, ob sich mein Booster lohnt sich, glaube ich, nicht hier drin. Alles klar. Wieso? Ich hab schon einen halben Prozent bekommen und das ohne Booster. Ah, ich hab 1% dann halt, ne? Logisch halt, ne? Aber das in 10 Minuten, na, das ist halt nicht so die beste. Ja, Frage, aber ne? So nebenbei so 1% mal so zu machen. Ja, ja, natürlich. Jetzt, klar. Jetzt rennt er hier raus, oder? Ja, das ist der Typ, den ich eben meinte. Der rennt jetzt wahrscheinlich nach links. Oder? Er ist nach. Hat sich die Uhrzeit nicht aufgeschrieben oder was? Der ist gerade zu dem Boss, gerannt, den wir gerade gekillt haben. Ja, weiß also ich die gar Richtung. Nichts von diesen Spawnzeiten, ne? Ja gut, dann lassen wir halt jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, wo dann jetzt hier der nächste Boss halt spawnt. Keine Ahnung. Eigentlich müsste der links oben jetzt da sein, weil wir den rechts unten gekillt haben. Ich geh mal Lucky Lucky machen. Ja, mach mal Lucky Lucky. Was? Lord Nerf hat übrigens Feldherr erreicht. Wow, Glückwunsch, Lord Nerf. Ja, den Namen fand ich cool. Oder? Der hier, da? Ja, der Boss ist da. Achso, wo denn? Oben da, links. Da laufe ich hier gerade hin. Dann hau den mal an. Markier mal dein Revier. Ne? Ja, so wie du es zu Hause auch machst. Einfach, ja, aber nur auf dem Klo, ne? Einfach durch die ganze Wohnung. Nee, nur auf dem Klo. Revier markieren. Das muss man, man muss den Mobs nicht anhitten. Du brauchst eine First Agro, dann ist es dein Mob. Solange du den Mob dann auch innerhalb der nächsten 2 Minuten haust, darfst du den Mob auch behalten. Mach dem sogar Schaden. Ja, stell dich genau daneben und mach dann Aoe. Gute ja, Idee. ich bin hier doch. Oh, der Tank, Alter. Du müsstest theoretisch sogar Akku halten können. Müsste aber gehen, ja. Jetzt ist. Nicht von denen hier, ne, aber. Du hast Akku bekommen. Habe ich jetzt auch vom Boss Akku? Ja, der Boss schlägt dich. Aber du müsstest eigentlich mit den Gruppenheals, müsstest du eigentlich die Akku wieder bekommen. Oder hast du, oder war das ein Bot, ich hab Gruppen-Heals gemacht, ich hab normale Heals gemacht, ich hab alle Heals gemacht. Alle Mobs tot, Boss lebt noch. Boss lebt noch. Kommt er hier mit Speed an? Wer kommt mit Speed an? Du! Was, Attack Speed oder was? Ja! Ja, ich hab halt einfach keinen Bock, was zu machen.
Hau was wenigstens immer. Stun rein, dann haut er dich nicht mehr. Nee, und hau Gifte rein. Nein. Dann geht's voll langsam. Ich will einfach ein bisschen chillen, ich will nebenbei was trinken, ne? Und. Ja. Ich hau mit auf den Boss drauf. Solange ich leben bleibe, aber das ist ja kein Problem. Es ist ja eigentlich vom Ding her ist es halt so lächerlich, ne? Hältst dich hier hin, ne? Und glaubst einfach gar nichts, ne? Also ich habe jetzt meine Hand nicht mal an Maus und Tastatur, sondern talk einfach hier eine Runde. Oh, Schuhe. Oh, Alter! Was denn? Ich hab die Schuhe noch gesehen. Ich wollte gerade mit der Maus dorthin gehen, Alter. Das waren eklige Schuhe im Level 75 mit Scheiß-Stats. Oh Mann, ey. Naja, gut, die Folge ist hier auf jeden Fall vorbei an der Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Das ist alles Julians Schuld. Ja, wie gesagt. Julian ist sowieso unbelehrbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.